jetzt mit Brille natürlich sehr lustig. Habe ich so einen Dickschädel? So. Ja, das wäre der Next Step gewesen. Gut, jetzt habe ich das Ding zwar im Kehlkopf und nicht vom Mund, aber es wird schon irgendwie... Gott. Ja, also, Open Source und Marketing, best of both worlds. IT und Marketing ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich weiß nicht, wer von euch kennt und liest User-Friendly? Sind doch einige. Wer von euch weiß, wer Steph ist? Für die, die ihn nicht kennen, Steph ist Manager of S&M, Sales and Marketing, bevor ihr irgendwas anderes denkt. Und Steph hat die nette Eigenschaft, dass er seinen Techie-Kollegen immer mal wieder irgendwelche Rieseneier legt, die die dann ausbaden dürfen, um für die Firma Werbung zu machen oder irgendwie halt ihr Vorankommen zu garantieren. Die Techniker dürfen es dann ausbaden, die sind entsprechend begeistert darüber und entsprechend beliebt ist auch Steph. Und eigentlich zeigt das schon ganz schön, wie die Situation ist zwischen Marketing und IT. Die Marketing-Leute, das sind die, die irgendwelchen Quatsch beschließen, den wir Techies dann ausbaden dürfen. Umgekehrt sagen die Marketing-Leute, die Techies, die interessiert ja überhaupt gar nicht, ob unsere Firma irgendwie vorankommt. Die legen uns nur Steine in den Weg, indem sie so träge sind oder uns sagen, geht nicht. Ja, das ist also der Hintergrund von dem Ganzen. Die Frage ist, warum mögen sie sich nicht? Und die Frage ist, Marketing, was ist denn das überhaupt? Und ich stell diese Frage jetzt einfach mal in die Runde. Woran denkt ihr, wenn ihr Marketing hört? Danke. Das war eigentlich nicht die Antwort, die ich hören wollte, aber Werbung. Ich schreibe das mal auf, damit wir es nicht vergessen. Noch was. Marktanalyse. Messe? Statistik, das passt zu der Marktanalyse. Ach, diese Kreide ist extrem kurz und lange Fingernägel passen da nicht dazu. Heiße Luft. So. Ja. Gut, eigentlich schreibe ich... Das gehört zu... Es schnürt die heiße Luft ab. Schlipse. Ja, da haben wir jetzt schon ein paar Punkte. Ich steige mal voll ein. Das war netterweise auch gleich das Erste, was kam, nämlich Werbung. Werbung ist mit Sicherheit der nach außen am wirksamsten, am bekanntesten, am klar ersichtlichsten Teil des Marketings. Werbung ist aber nur ein Bestandteil einer der sogenannten vier Säulen des Marketing. Werbung ist ein Teil der Kommunikation. Die Frage ist, wie erreiche ich eine bestimmte Zielgruppe? Wie kann ich meine Benutzergruppe erweitern? Wie kann ich den Leuten zeigen, hey, ich bin cool oder beziehungsweise das, was ich mache, ist cool. Mein Projekt, mein Produkt ist cool. Wenn ich jetzt nicht gerade eine vollseitige Anzeige in der New York Times schalten kann, wie komme ich an die Leute ran, für die ich interessant sein könnte? Dafür ist Kommunikationspolitik wichtig. Wo Marketing auch mit reinspielt, und das ist da, wo es für die Techniker nervig wird, Produktdesign. Wenn ich mit der Werbung keinen Erfolg habe, dann könnte es natürlich auch sein, dass an meinem Produkt irgendwo ein Problem ist. Die Konzeption, also mit Design
heißt in diesem Fall nicht, wie schaut's aus, sondern wie ist es konzeptioniert? Wie kann ich ein Produkt so designen, so konzeptionieren, dass es den Anwendern einen gewissen Vorteil verschafft, dass meine Anwender es benutzen, weil es das erfüllt, was sie wollen? Wie verschafft es mir auch einen Vorteil gegenüber anderen ähnlich gearteten Produkten? Marketing, es geht immer auch um Geld, Preispolitik. Preispolitik heißt in unserem Falle aber nicht nur Geld, sondern es heißt eigentlich im Übertragenen, wie kann ich mein Produkt so an den Mann bringen, dass meine Interessen dabei gewahrt werden. Das heißt in unserem Fall auch Lizenzen, Lizenzpolitik. Stelle ich ein Projekt, ein Programm unter GPL oder ist es unter einer anderen Lizenz? Habe ich Dual Licenses und noch was? Der letzte Punkt der vier Säulen ist Distributionspolitik. Nein, es geht jetzt nicht um, welche Linux-Distribution ist die bessere, sondern es geht darum, wie bringe ich meine Ware an den Kunden? Wie sorge ich dafür, dass das, was ich da habe, den erreicht, der es verwenden kann? Zum Beispiel, ist es in irgendeiner Standardinstallation von einer Linux-Distribution mit drin? Ist es, verteile ich auf einer Messe Live-CDs? Habe ich es auf einer Heft-CD in einem Linux-Magazin oder in einer ähnlichen Zeitschrift? Wie kriege ich es zu dem User? Möglicherweise aber auch so, ohne dass der da gezielt danach sucht, sondern dass es einfach, ist ja interessant, das probiere ich mal aus. Wie bin ich dort, wo der Kunde mich erwartet, also wo der User mich erwartet? Diese Punkte sind, wie schon gesagt, die vier Säulen des Marketing oder Englisch besser merkbar eigentlich, die vier Ps: Product, Price, Promotion and Place. Gut, was ist Marketing? Wissen wir jetzt. Es kann jetzt sein, dass das viel heiße Luft ist. Was tut es eigentlich? Was sind die Aufgaben davon? Zum einen hat Marketing zu erfüllen, setzt Marketing diese Marketingziele fest. Operative Ziele, strategische Ziele. Operative Ziele sind kurz- und mittelfristige Ziele. Die stehen unter der Überschrift to do things right, die Dinge richtig tun. Ich will kurzfristig mehr Leute erreichen, meinen Erfolg steigern, ich will es aber jetzt. Also wie kriege ich die Leute dazu, dass sie mich wahrnehmen? Also ich kann in Zeitschriften Artikel haben, ich kann auf Messen auftreten, ich kann Vorträge machen, ich kann auch in Blogs zum Beispiel über mein tolles neues Feature schreiben, damit die Leute es wahrnehmen. Jetzt. Strategische Ziele. To do the right things. Die sind immer langfristig angelegt. Ein strategisches Ziel kann zum Beispiel sein, und das klingt jetzt wieder wunderbar nach Marketing-Speech, die Erhöhung der Marktdurchdringung. Heißt, ich will, dass unser Produkt von einem bereits bestehenden Markt verwendet wird. Ich will, dass unsere Software verwendet wird von Leuten, die möglicherweise bereits eine andere Software verwenden. Ich möchte die dazu bringen, dass sie zu unserer Software wechseln, dass sie unsere verwenden. Und ich möchte diejenigen, die bereits unsere Software verwenden, dazu bringen, dass sie auch dabei bleiben, dass sie zufrieden sind damit. Schönes Beispiel dafür, Internet Explorer und Firefox. Internet Explorer hat jeder Windows-User auf seinem Windows vorinstalliert. Ein strategisches Ziel wäre also, wie bringe ich den User dazu, dass er statt des Internet Explorers einen anderen Browser verwendet. Ich habe jetzt nur Firefox gesagt, es kann aber jeder x-beliebige andere freie Browser sein. Noch ein Beispiel ist überhaupt erst Markterschließung. Ihr habt eine tolle neue Software, denkt, es gibt Leute, oder ihr für euch habt festgestellt, es ist wichtig, die zu haben. Ihr wollt aber auch andere Leute damit erreichen.
Ihr wollt also einen noch nicht existierenden Markt davon überzeugen, dass das, was ihr da habt, dass das nötig ist, dass das wichtig ist, dass sie das verwenden sollen. Und eine weitere wichtige Aufgabe des Marketings ist die Corporate Identity. Lachen? Ja, ist was, was natürlich schon viele Leute gehört haben. Was ist eigentlich die Corporate Identity? Im Gegensatz zu diesen Marketingzielen ist es was, was sehr viel deutlicher nach außen zu sehen ist, aber auch nach innen zu sehen ist. Es ist nicht so diffus, es ist klarer. Zum einen hat es eine klare Außenwirkung. Es zeigt, dieses Projekt, diese Teile gehören zusammen. Und andererseits hat es aber auch eine Wirkung nach innen, denn es hält die Gruppe, also es zeigt, es gibt ein Wir-Gefühl. Erster Punkt, das Corporate Design. Was hier zu sehen ist, ist ein Beispiel für ein Corporate Design. Das heißt, wir wollen es soll ein einheitliches Design sein für alles, was irgendwie mit diesem Projekt zu tun hat. Das Schriftverkehr, die Produkte selbst, also so, dass man einen Wiedererkennungswert auch hat. Das kann zum Beispiel sein, dass wir ein bestimmtes Logo verwenden, dass wir bestimmte Farben verwenden, dass bestimmte Programme, dass KDE-Programme ein bestimmtes Iconset zum Beispiel verwenden. Und das führt dann eben dazu, dass ich gar nicht genau hingucken muss, sondern ich sehe irgendwo, ich schlage eine Zeitschrift auf, sehe das KDE-Logo, ich brauche es nur aus dem Augenwinkel zu sehen, ich sehe die Farben, denke, ah, da muss was mit KDE sein und gucke dann drauf und sage, ah ja, klar, ist es. Dass zum Beispiel eine Anzeige irgendwo, da brauche ich nur so halb drauf zu gucken und stelle sofort fest, wohin sie einzuordnen ist. Das wird in diesem Corporate Design geregelt. Der Wiedererkennungswert. Corporate Communication. Wie kommuniziere ich, ohne Brüche darin in meiner Kommunikation zu haben? Also ich darf nicht den einen das eine erzählen und den anderen das andere. Ich muss dieselben Inhalte intern und extern kommunizieren. Was ich natürlich darf, ist, ich darf meine Kommunikation anpassen. Also ich habe verschiedene Gruppierungen, in denen ich Dinge unterschiedlich kommunizieren muss eigentlich, weil sie einfach die Techniker was anderes, also ein anderes Verständnis von der Materie haben als jemand, als zum Beispiel ein normaler User. Entsprechend muss ich halt unterschiedlich kommunizieren. Gleichzeitig auch, will ich ein Business-Publikum ansprechen oder will ich Techniker ansprechen? Ich kann nicht auf eine Business-Messe gehen in abgeschabten Jeans und Schlabber-T-Shirt, einfach weil ich dann nicht ernst genommen werde und Kleidung nun mal auch ein Mittel der Kommunikation ist. Umgekehrt kann ich nicht zu einer Community-Veranstaltung im Nadelstreifenanzug mit Krawatte gehen. Doch. Man kann, wenn man es richtig präsentiert, aber normalerweise wird jemand, der das tut, als Schlips abgestempelt. Was da halt irgendwie wichtig ist, wahrzunehmen, ist einfach die Tatsache, wenn ich mit bestimmten Leuten agieren will, dann muss ich mich in ihre Probleme einfühlen können. Und wenn ich das bei so einem einfachen Ding wie dem kleinsten gemeinsamen Nenner, nämlich einem bestimmten Aussehen nicht kann, also rein in den Köpfen, wie soll ich das dann tun, wenn es um komplexe Probleme geht, wie was für eine Problemstellung hat eine Firma, die ich als privater Anwender oder als Admin oder sowas nicht habe. Corporate Behavior ist wahrscheinlich jetzt gerade im Open-Source-Umfeld der schwierigste Punkt, weil eigene Meinung und Individualität sehr wichtig ist. Das ist auch eine gute Sache. Individualität fördert sicherlich auch die Diversität und
dass also dass halt einfach viele verschiedene Dinge vorhanden sind, gelten gelassen werden. Aber sie kann einfach ganz einfache Dinge schon regeln, nämlich wie gehen wir miteinander um? Wie ist ein Projekt organisiert? Haben wir eine bestimmte Hierarchie? Haben wir den Benevolent Dictator oder haben wir eine Meritokratie? Also was für eine Art von Organisationsstruktur hat ein Projekt? Das gehört schon zum Corporate Behavior. Auch der Umgangston gehört da dazu. Es gibt mittlerweile in einigen Projekten einen Code of Conduct. Ich weiß es von GNOME, dass die den haben und ihre Entwickler auch dazu ermutigen, den zu unterschreiben, wo einfach drin steht, seid nett zueinander. Die Mailinglisten sind nicht zum Flamen da, sondern um eine einen der Weiterentwicklung, der Entwicklung zuträglichen Kommunikationsstil dort zu führen. Gleichzeitig ist auch das Verhalten nach außen in diesem Corporate Behavior geregelt. Sprich also nicht, dass ich jetzt hingehe und sage, meine Software ist aber viel besser als deine, sondern dass ich mich mit jemandem hinsetze und in aller Ruhe mich unterhalte und wir gegenseitig austauschen, warum wir das verwenden oder warum wir an dem Projekt arbeiten, an dem wir arbeiten, statt irgendwie mit der Keule aufeinander loszugehen, weil meins viel besser als deins ist. Ja, warum wollen wir eigentlich ein Prinzip, das aus dem Firmenumfeld, aus der Wirtschaft kommt, Corporate, Kunden, Zielgruppe und so weiter, warum oder wie können wir das überhaupt auf ein so recht freies, lockeres Umfeld übertragen wie die Open Source Community? Naja, zum einen gibt es häufig schon Marketing, das einfach nicht so genannt wird. Also auch in Projekten, die keine sogenannte Marketing Working Group haben, die haben Leute, die reden mit Sponsoren, die reden mit Leuten, die ein Produkt verwenden wollen, möglicherweise im Firmenumfeld, die schreiben Artikel, die schreiben Release Notes, treten auf Veranstaltungen auf. Das ist auch auf den ist auch in den Projekten, die es nicht so nennen und die möglicherweise lieber durch glühende Kohlen laufen würden, als sich so nennen zu lassen. Das ist die Marketingabteilung. Und warum ist das wichtig? Nur das Wichtigste an einem Projekt, das Potenzial eines Projektes, ist eigentlich seine Community. Die Community, eine aktive Community, zeigt eine lebendige Kultur, zeigt Aktivität. Eine Community besteht nicht nur aus den Entwicklern, sondern halt eben auch aus Usern, aus technisch versierten Leuten, aus technisch weniger versierten Leuten. Und diese User können durchaus auch was beitragen, indem sie kommunizieren, indem sie Bug-Reports schreiben, indem sie Features anfragen, indem sie möglicherweise auch mal Doku schreiben oder Übersetzungen schreiben, auf Veranstaltungen anzutreffen sind, sich möglicherweise auch mal hinstellen und zu einem Entwickler sagen, hey, und so die Moral ein wenig heben, wenn es mal nicht so klappt, hey, was ihr da macht, ist toll, das ist ein klasse Projekt, ich verwende eure Software, sie ist richtig klasse. Artwork, Icons, Usability, das ist alles, sind alle Dinge, für die keine technisch versierten Leute unbedingt nötig sind, keine Programmierer nötig sind, die aber die Sichtbarkeit und die Lebendigkeit eines Projektes ganz klar heben. Die Situation ist, wir haben einfach eine begrenzte, um wieder ein Wort von vorhin aufzugreifen, Marktdurchdringung. Also sprich, wir haben ein paar Entwickler, die sagen, ich will eine Software, die das und das tut, und die haben ihre Peer Group, ihr Umfeld, die haben ihre Familie, ihre Freunde, möglicherweise ein paar Kunden, und an die können sie als allererstes mal ihre Software ranbringen.
Allerdings, wenn jemand zu mir hinkommt und sagt, hey du, super tolles Projekt, ich habe da eine neue Software, dann beäuge ich das erstmal kritisch. Dann möchte ich erstmal wissen, was es damit auf sich hat. Dazu muss der mir aber das in meinen Worten erklären können. Dazu muss der meine Sprache sprechen können. Wenn ich dann finde, okay, das klingt ganz interessant, dann gucke ich vielleicht einfach mal im Netz danach. Dann suche ich mal danach, was finde ich dazu, finde ich da mehr dazu als irgendwelche technischen Informationen, die ich im Zweifelsfalle gar nicht verstehe. Finde ich da möglicherweise irgendwie eine Mailingliste dazu, wo ich dann auch feststelle, hey, da sind ein paar andere Leute, die das verwenden, oder besteht von vornherein einfach irgendwo so ein bisschen die Gefahr, dass das eine Eintagsfliege ist oder dass mir dieser Freund das einfach nahebringen will, weil er es jetzt gerade so klasse findet, obwohl es das eigentlich gar nicht unbedingt ist. Und es gilt eben, diesen begrenzten Benutzerkreis zu erweitern und dadurch eben durch die vorhin aufgeführten Punkte auch die Qualität des Projektes zu verbessern. Dazu kommt, dass eine Community, dass die gleichzeitig eben, dass die Markt und, also dass die Anwender und Anbieter in einem sind. Also sie können auch, sie sitzen sozusagen am Puls des Marktes und sie können wahnsinnig schnell erkennen, es gibt bestimmte Entwicklungen, es gibt Dinge, die jetzt gebraucht werden oder die jetzt sinnvoll sind, die irgendwie von außen beeinflusst. Also Beispiel Windows Vista. Ich will kein Windows Vista. Ich will eigentlich viel lieber einfach ein gut funktionierendes Linux, das ich mir installieren kann und das funktioniert. Was? Quietsch. Was? Ja, natürlich, klar. Aber diese Leute, die können dann halt eben sagen, hey, ich möchte keinen Laptop kaufen, auf dem Windows Vista vorinstalliert ist. Ich möchte einen Laptop, auf dem ein Linux vorinstalliert ist. Und eine große Community, eine aktive Community fördert eben generell den Erfolg. Und ein großer Erfolg sorgt für eine weiter wachsende Community. Wie können wir das alles anwenden? Marketing von der Community für die Community. Community Marketing. Wie schon gesagt, Marketing ist die Sichtbarkeit, Community ist die Sichtbarkeit und die Außenwirkung. Und die Community soll wachsen. Und das Projekt soll wachsen und dafür ist das Marketing sinnvoll. Marketing aus der Community heißt eben auch, wir haben Zielgruppe und Anbieter in einem. Das sind dieselben Personen, die das Programm verwenden und die da möglicherweise auch dran arbeiten, die dazu zusteuern. Häufig hat es auch einfach den Vorteil, die Leute sind eng miteinander vernetzt. Möglicherweise sind sie selbst technisch recht versiert. Wenn irgendwelche Probleme sind, dann wissen sie sofort, wen sie ansprechen können. Dadurch ist man auch sehr schnell und sehr aktiv. Durch ein Community-Marketing entstehen auch neue Arbeitsbereiche für Leute, die nicht programmieren können. Ich habe es probiert. Ich habe im Studium C und C++ um die Ohren geschlagen gekriegt. Ich kann es nicht. Ich habe es probiert. Wie kann ich jetzt, ich möchte eigentlich auch ganz gerne was Sinnvolles tun in diesem Umfeld. Und programmieren kann ich nicht, entsprechend interessiere ich mich für das Thema Marketing. Und gerade eben für diese Non-Coding-Contributors entstehen durch ein Community-Marketing, eben ein Marketing aus der Community, neue, interessante Aufgabenbereiche. Ein schönes Beispiel für Community Marketing sind diese ganzen Planets, also Sammlungen von Blogs aus bestimmten Projekten zum Beispiel. Mir fällt jetzt auf Anhieb Planet KDE, GNOME, MySQL ein, es gibt sicherlich noch x andere. Dort kriegen die Projekte ein Gesicht. Da sind Leute, die dort tagesaktuell über ihre Entwicklungen schreiben, die dort über Neuigkeiten, aber auch über Schwierigkeiten berichten.
und die gleichzeitig zeigen, da sind viele Individuen, die an einem Projekt zusammenarbeiten und das Ganze wird persönlicher. Es weckt mein Interesse, weil es mich auf einer persönlichen Ebene anspricht. Zielgruppen. Man sollte immer beachten, für wen man arbeitet und anhand dessen auch das Handeln ausrichten. Da ist zum einen das Thema Kulturkreise. Wenn ich in unterschiedliche Kulturkreise meine Projekte bringen will, dann muss ich dort auch unterschiedlich agieren. Das fängt an bei so Themen wie, dass die Software möglicherweise in der Landessprache oder zumindest in einer für die dort vorhandenen Menschen, also für die dort anwesenden Menschen, für meine Zielgruppe verständlich ist. Möglicherweise oder hoffentlich dann auch die Doku, weil nur ein Programm vorgesetzt kriegen ist meistens sehr frustrierend, wenn man sich erst durch alles durchklicken darf. Also ich will auch lernen, wie es funktioniert. Das muss auch in der oder sollte auch in der Landessprache vorhanden sein. Maskottchen. Das Firefox-Maskottchen, da hat mir jetzt neulich jemand gezeigt, es gibt dort auch noch eine japanische Version. Das hier ist schon nahe an Zahnweh-süß. Die japanische Version ist so im Manga-Stil, also mit noch größeren Kulleraugen, riesengroßen Ohren, sehr niedlich, um halt eben die Leute dort, den Leuten dort irgendwie was für sie Bekanntes, Interessantes zu zeigen. Auch mit Namen muss man manchmal vorsichtig sein. Ich weiß nicht mehr, wo ich es mitgekriegt habe. Ich habe mal vor einem Jahr oder so, ich habe es leider nicht mehr gefunden, eine Diskussion mitverfolgt über, wie soll ich mein Programm denn nennen, wo dann irgendjemand meinte über eine Idee, die einige ziemlich toll fanden. Lass das mal lieber, das heißt in meiner Landessprache nämlich irgendwas, also es ist irgendein Schimpfwort, also irgendwas, mit dem die Leute... Ja, ah ja, gut, danke. Dann kann es gut sein, dass es das war, was ich da gelesen habe. Ja, eben, solche Beispiele gibt es halt immer wieder. Das heißt, man sollte sich bei der Benennung von Software auch Gedanken darüber machen, wen man damit erreichen will. Weil im Zweifelsfalle sagt irgendjemand, ich verwende doch keine Software, die Kant heißt. Ja, natürlich, aber so ein bisschen sollte man sowas halt im Hinterkopf behalten. Könnte eine Zielgruppe sich dadurch irgendwie beleidigt fühlen? oder auch, was für einen Personenkreis will ich damit erreichen? Will ich damit Laien erreichen? Will ich damit... Admins erreichen, will ich Power-User erreichen, wenn ich eine Software, also je nachdem, wen ich erreichen will, muss ich halt meine Kommunikation danach ausrichten. Wenn ich jemandem, einem Techie, dasselbe sage wie dem Laien, dann wird er sagen, langweilig, tut nicht das, was ich will. Wenn ich jetzt ein Programm habe und dem Laien sage, okay, funktioniert out of the box oder beziehungsweise was du konfigurieren musst, dazu hast du ein übersichtliches grafisches Interface, dann ist er da glücklich drüber. Wenn ich einem Techie sage, funktioniert out of the box, dann wird er sagen, hat das überhaupt die Einstellungsmöglichkeiten, die ich, also einem Admin zum Beispiel, hat es die Einstellungsmöglichkeiten, die ich für meinen Hausgebrauch beziehungsweise im größeren Umfeld, Firmengebrauch oder sonst was, hat das überhaupt diese Möglichkeiten? Also sprich unterschiedliche Prioritäten. Produktdesign, ja, hebt euch ab, seid anders. Also erfindet nicht das Rad neu. Was natürlich, wenn ihr das Rad jetzt neuer, stabiler und leichter erfindet, gut, es mag sein, ob ihr jetzt das Tellerrad habt und jetzt das Rad mit den Speichen erfindet, das einen echten Vorteil bringt gegenüber dem Tellerrad, das bei weitem nicht so stabil ist. Und wenn es kaputt ist, ist es kaputt. Bei einem Rad mit Speichen, da kann man die Speiche austauschen und den Rest weiter verwenden. Aber erfindet nicht nach dem Rad mit 16 Speichen das Rad mit 18 Speichen, weil es interessiert eigentlich nicht wirklich viele, außer vielleicht euch paar Leute, die ihr sagt, ihr wollt eigentlich viel lieber ein Rad mit 16 Speichen. Und auch bietet einen Mehrwert.
Weil warum soll ich ein Programm verwenden, das mir gegenüber einem anderen, das ich schon lange verwende, keinen Mehrwert bietet? Also zum Beispiel, ein schönes Beispiel finde ich da immer OpenOffice, PDF-Export unter Word. Meine Güte, da brauche ich dann noch ein zusätzliches Programm, das ich installieren muss und muss dann irgendwie mit dem Acrobat Distiller meinen PDF machen, was mich auch noch eine Stange Geld kostet. Oder muss es erst aus übers Druckmenü aus in irgendein anderes Programm reindrucken und so weiter. Das ist kompliziert. Ich will was, wo ich auf ein Knöpfchen drücke und ich habe mein PDF. Und nicht zuletzt, Vorsicht mit Politik. Ihr wollt die Leute interessieren, ihr wollt sie nicht missionieren. Denn Leute, die missioniert werden sollen, sagen oft so, bleib mir weg. Die Leute wollen funktionierende Software, die wollen ihre Features, ihre Funktionen. Möglicherweise ist die Tatsache, dass es Open Source ist, dass sie daran selber weiterentwickeln können und so weiter. Möglicherweise ist das das Zünglein an der Waage, aber es ist eigentlich nie das alleinige Kaufargument. Und da kann ich jemandem noch so lang was von Free Software und der GPL und weiß der Teufel was erzählen. Der wird irgendwann sagen, ja, und was hat das mit mir zu tun? Was habe ich davon? Ich kriege mein Word als Beispiel auch irgendwie von meinem Nachbarn kostenlos gebrannt und kann mir es einfach installieren. Macht doch jeder. Was brauche ich da jetzt irgendwie, was halt irgendwie politisch anders funktioniert? Und vor allem vorsichtig sein mit, oder komplett die Finger weg eigentlich von Argumenten, mit denen ihr eigentlich die Leute wirklich vor den Kopf stoßt. Ich war bei einem Gespräch dabei, wir standen zusammen, irgendjemand hat gesagt, Mensch, das und das Programm verwende ich, gefällt mir aber an ein paar Ecken nicht und ist vor allem in der, also proprietäre Programm verwende ich, ist vor allem in der Entwicklung völlig eingeschlafen. Wenn es sowas Open Source gäbe, fände ich das klasse. Wenn dieses Programm muss aber dieselbe Benutzerphilosophie haben und eine ähnlich aufgebaute Oberfläche, weil sonst bringt's mir nichts, sonst brauche ich nicht umzusteigen. Und dann sprang dieser andere Mensch wie's Kastenteufelchen, und sagte, ja, aber ich schreibe doch keine Software für dumme User. Sprich, also, ich schreibe doch keine Software für Leute, die nicht bereit sind, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, sondern die einfach nur ein funktionierendes Programm haben wollen. Und von sowas sollte man völlig die Finger weglassen, weil ich bezeichne doch nicht jemanden, der sagt, eigentlich ist es ein interessantes Konzept, aber als irgendwie dumm. Und damit sind wir eigentlich einmal im Kreis gekommen. Best of both worlds, Marketing und Open Source. Passt zusammen. Ja, es kann sich die Hand reichen. Ja. Wie schafft man es wirklich, jemanden von dieser User-Schwelle rüberzubringen?
Gut, euer Bekanntheitsgrad ist dann doch noch mal einen Schritt weiter als viele andere. Also ihr seid da noch mal, da ist, denke ich, auch sehr viel stärker so diese Konsumenten, der Konsumentengedanke einfach da. Ich habe eine Software, die ich konsumiere. Das ist bei kleineren Projekten, ist da natürlich, sind die Grenzen einfach sehr viel Wenn ich dann eigentlich nur mehr Arbeit habe, aber keinen Nutzen davon. Also was du gerade angesprochen hattest, mit, naja gut, das muss ja nicht ein finanzieller Nutzen sein, sondern es kann ja auch ein anderer Nutzen sein, der machen soll. Also da ist halt für uns an vielen Stellen einfach nicht klar, wie man das überwinden kann. Und ich denke, das ist nicht nur bei OpenOffice so, das ist auch bei KDE und anderen großen Projekten so, dass der Zuspruch von den Usern sicherlich sehr deutlich ist und auch was mit Bug-Reports reinkommt. Das ist auch alles ganz wichtig. Aber wir haben alle irgendwie Probleme, dass wir zu wenig aktive Leute haben. Ja, aber Sie müssen das Projekt erstmal kennen. Also Sie müssen erstmal, also ich denke, der Schritt, du fängst nicht an, für ein Projekt zu programmieren, das du nicht zum Beispiel selber verwendest oder dessen Wichtigkeit, also entsprechend ist der Schritt schon vom User zum Entwickler und nicht einfach vom Entwickler, ich entwickle da jetzt einfach mal mit, weil ich finde, dass es ein cooles Projekt ist. Problem. Also wir sehen das bei uns, die User, die auf uns so im ersten Schritt kommen.
egal was es ist, super aufgehoben und wird es integriert. Ja, klar, also ich meine, es funktioniert natürlich auch an vielen Stellen, aber eben das ist halt die Frage. Also, ja. Das ist. Da kommt so einer und sagt, ihr seid doch Open Office Firma. Ich werde immer nicht Open Office geprüft. Also ich habe keinen eigenen Namen. Können. Also. Nee, wir können. Was? Also, ich kann mal kurz einen Gedanken einwerfen. Mir kommt es so ein bisschen davor. Also, KDE ist zwar nicht Unix, aber es bietet eine Schnittstelle zu Unix. Und damit einfach auch eine Sache, die sich ganz stark von dem üblichen Windows-Geklick unterscheidet. Und das habe ich bei OpenOffice überhaupt nicht. Da habe ich Würde. Damit, da habe ich wirklich auch die dummen User, für die ich nicht programmieren will. Ich gar keine Lust zu. Ja, klar. Ich kann diesen Menschen verdammt nicht verstehen. Ich finde, der hat auch recht. Ja. Wir müssen aber auch immer einplanen, dass bei uns etwa 85% der Anwender Windows-Anwender sind. Ja. Also wir sind nicht in dieser klassischen Schiene, wie das andere Open-Source-Projekte haben, die sich halt... Ich finde, das ist ganz klar eine Gefahr für freie Software-Projekte. Ja, in diese Windows-Mainstream. Das ist eine Chance. Das ist, genau das ist eine Chance. Bei vielen
Leute, die nach dem Handeln vom Computer reinkommen. Du hast ein Handbuch mit einer Telefonnummer bekommen und du hast schon bezahlt dafür, dass sie die Frage beantworten. Das heißt, Product Support ist eine Frage nach einer bestimmten Leistung, du führst eine Gegenleistung geben. Das funktioniert. Genau, wenn wir dich unterbrechen, wir brauchen auch das, weil wenn du ja die Firma oder den Entwickler suchst, dann bist du besser merkt. Das ist ein spannendes Problem. Ich sehe das wieder, um auf diese Support-Sache aber trotzdem Probleme mit. Wir haben relativ langweilige Software innerhalb von KDE. Das ist tatsächlich auch Software, wo sich User sehr schnell ärgern, wenn was schief geht. Wir haben ein gutes Mail-Programm, das alles wirklich gegangen. Und ich werde stinksauer, eine einzige E-Mail verliere, die mir wichtig ist. Gleichzeitig ist es aber Software, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend, zu keinem Grund wie Windows, grüne grafische Effekte und sowas alles. Das heißt, es ist einerseits Software, die langweilig ist zu entwickeln, und andererseits Software, die etwas extrem hohe Anforderungen in Sachen Stabilität gestellt werden. Komischerweise haben wir da auch nicht so viele Entwickler. Das sind ein paar Firmen, die sagen, Entwickler dran zu arbeiten. Und genau die Entwickler, die haben sich jetzt gefragt, hey, wir haben hier ein Problem. Wir kriegen nicht genug Nachwuchs für diese sehr komplexe Software mit sehr hohen Anforderungen. Und die Lösung, die wir dafür gefunden haben, wollen wir uns erhoffen, dass das die Lösung ist. Wir wollen die Entwicklung von Mail-Client wieder so weit kriegen, dass es Spaß macht. Das heißt, wir haben den Code, der wirklich viele Probleme von uns hat, zusammengefasst und neu geschrieben. Wir lassen jetzt einfach auf dieser Mail-Engine, also Navi, einen Mail-Client aufbauen kann, dass man halt ich denke mal, der Office ist eines der großen Probleme, dass es einfach sehr komplex mittlerweile ist. Dass es einfach sehr, sehr lange dauert, bis jemand so weit ist, damit man was machen können. Da wird auch was reinpacken. Das halten wenige durch. Es dauert einfach diese Lernphase zu überbrücken, dass man da wirklich produktiv werden kann. Aber wie macht ihr das zum Beispiel? Habt ihr irgendwie Methoden, um neue Entwickler zu promoten? Also ich meine, darf ich? Wie wäre es, wenn ihr euch einfach nachher nochmal zusammenstellt und euch darüber unterhaltet? Weil ich habe hier vorne, du hast schon vor irgendwie 5 Minuten, ist deine Frage oder deine Anmerkung vielleicht mittlerweile auch schon. Also. Du musst dir einfach darüber bewusst werden, was sind deine Ziele. Möchtest du, dass dieses, ist dir wichtig, dass dieses Programm eben international verwendet wird? Oder vielleicht hast du aber auch irgendjemanden, den du fragen kannst und dem du sagen kannst, hey, hast du nicht Lust, mir das mal zu übersetzen oder sowas? Nein, hast du nicht.
Ja, gut, ich bin da technisch nicht wirklich so drin. Ich habe schon gesagt, Programmieren ist nicht meins. Wir mögen uns nicht, Programmcode und ich. Hilfe! aber wo ist deine Priorität? Ich glaube, nee, das ist mittlerweile, ja. Ich glaube generell, Sebastian, du siehst, dass der Diskussionsbedarf gegeben ist. Es ist ja natürlich, aber so, was er meint, ist ja sicherlich nicht nur Diskussion, sondern halt auch Austausch. Wie machen wir es, wie können wir es machen? Genau. Ich weiß nur. Gut, Kommunikation. Mir ist jetzt nicht bekannt, dass es irgendwie was Generelles gibt. Ich weiß, dass verschiedene Projekte eben ihre Marketing-Working-Groups und ihre, wie ich es vorhin schon genannt habe, Marketing-Abteilung in Anführungszeichen haben. Aber dass es wirklich eine Plattform, Kommunikationsplattform, die projektübergreifend ist, ist mir jetzt eigentlich nichts bekannt. Weiß nicht, liege ich da jetzt völlig, ja? Thank you.
kriege auch regelmäßig von einer Freundin die Rants mit, wenn sie mal wieder irgendwelche Icons bauen muss. Die arbeitet, die Softwareentwicklerin, die kriegen halt dann irgendwie gesagt, ja, bitte macht mal. Und es sollte nach Möglichkeit auch noch zeigen, was du jetzt damit tust. Und sie flucht regelmäßig drüber, eben. Sicher nicht. Ja. Momentan ist, glaube ich,